One, two, three, kick it. Music. Okay, hier sind wir wieder. Einen wunderschönen guten Abend allen Hörern vom von HR3 und natürlich allen Zuschauern von Hessen 3. Music Hall live in Concert. Heute präsentieren wir euch einen Gast, der eigentlich in Deutschland Institution ist. Und trotzdem, er war schon 10 Jahre bei uns im TV nicht mehr zu sehen. Es ist eine Sensation. Roger Chapman and the Shortlist. Und für alle diejenigen von euch, die von Roger noch nicht alles wissen, hier einige Stationen aus seinem Leben. Angefangen hatte 1966, als er mit Freunden eine Band gründete, die hieß The Family. Und The Family erreichte bald in England einen Kultstatus, ich würde sagen ähnlich wie The Nice oder Pink Floyd. Das Einzige, trotz großer Kritikerlob, trotz großartiger Konzerte, was sie nie bekommen haben, war ein kommerzieller Erfolg. Also löste sich nach 7 LPs die Band auf. Roger gründete mit seinem Freund George Whitney die neue Band Streetwalkers und auch die ereilte das gleiche Schicksal. Kein Umsatz, kein Plattenverkauf, kaum Konzertkarten verkauft, aus war der Traum. So startete Roger 1977 seine eigene Solokarriere. Und ich erinnere mich noch genau, seine erste LP Chapo erreichte uns hier in Deutschland auf einem kleinen Label und bekam nicht nur großartige Reviews, sondern setzte sich auch im Verkauf um. Und Jahre später füllte Roger alle Konzertsäle hier bei uns in deutschen Landen. Aber bevor ich euch jetzt ein bisschen was über Rogers neue LP erzähle, möchte ich schon noch einige Hinweise machen, und zwar in eigener Sache. Erstens, nächste Woche, am 4.5., zeichnen wir Music Hall Live on Stage hier auf. Und hier können wir euch einen Künstler präsentieren, der gerade in den Aprilheften von der deutschen Presse hochgelobt wurde. Zum Beispiel im Musikexpress, in der Aprilausgabe, hatte er die Platte des Monats. Sein Name, Keziah Jones. Seine Herkunft Afrika und Leben tut er in England. Die Presse sagt von ihm, er ist die große schwarze Zukunft der 90er Jahre. Wir wollen es ihm glauben und wir wollen, dass ihr herkommt, euch das live anschauen werdet. Und dann noch ein ganz kurzer Hinweis, die berühmte und viel besprochene Kevin Coyne-Ausstellung draußen in den Titusdärmen im Bürgerhaus in der Nordweststadt wird morgen ihre Tore schließen. Also derjenige von euch, der es noch nicht gesehen hat, schnell hin. Jetzt aber zurück zu Roger Chapman. Seine neue LP, Under No Obligation, wurde produziert von Mike Vernon. Mike Vernon, bekannt durch ein kleines Label, Blue Horizon, wo er Gruppen wie Chicken Shack oder zum Beispiel Fleetwood Mac entdeckte, ist später durch Produktionen mit Level 42, Freddie King, Chris Farlow oder zuletzt mit Rochford aufgefallen. Mike und Roger haben eine Platte eingespielt, die schnörkellos pur Blues Rock ist. Sie haben sich großartige Musiker geholt, wie zum Beispiel Jeff Whitehorn, seinen alten Gefährten aus Family-Tagen, oder aber auch Elvin Lee. Mehr will ich euch jetzt nicht erzählen, sondern ich glaube, das Beste ist, ich schleiche mich hier am Track vorbei, gehen rein in die Halle und dort wird uns Roger seine neue LP vorstellen. Also bis gleich, an der No Obligation, okay? Is he ready? Okay, that's fine. Okay, alles okay hier? Es wird heißer, es wird voller und jetzt kommt einer, den ihr alle kennt. Hier ist er, Rock pur, Blues pur, Roger Chapman and the Shortlist. Auf geht's, let's rock Frankfurt, Roger! Thank you.
Listen, I met your mother, I met your father, they're both so very nice. I met your brother, I met your sister, she's cute as apple pie. I met your sister, beautiful mom, sitting in the kitchen with the radio on. She told me, stand up, stand up, stand on your hips and put your hands up. Granddaddy, they both seem good as gold. She made the breakfast, I played in checkers. You know he beat me cold. I met your sister, flaming red hair, sat on my lap, I swashed my chocolate eclair and said, stand up, woo, stand up. Can't move your hip and put your hand up, yeah. I met your cousin, she was buzzing, she just learned how to drag. I met your sister, foot of the stairs, she landed on me from off the pedestal. She told me, stand up, stand up, can't move your hips and put your hands up, brother. You said you had it down. Here come your sister, pretty in white. All down and beautiful fine. Tell me, stand up, stand up. Can't move your hips and put your hands up. No, put your hands up. You gotta put your hands up. Wow, oh, stand up, stand up. Pucker up your lips, you have a hand up.
needless to say, that was called Stand Up. This is Love is a Hard Thing. Revelation, I need to pick me up. Call a close relation, ask to change my love. Said that you need money, said all I need is time. In a restless spirit, coming all about a pretty face. It was rolling, tumbling, rainly falling down. Looking in my eyes, talking softly now. Leaning ever closer, across the table time. Pushing ever forward, didn't let the sun stop and a pretty eye blaze. Cheers!
keyboards. Laurie Weisfield on the guitar. Ian Gibbons on the keyboards. John Leawood on the drums. Gina Brown on vocals. Debbie Sharp on vocals. Peter Stroud on the bass. Even Angels. Yeah.
life gets cruel, don't it? Just what a good loving man I can be. Oh.
your evening. We can have a drink.